Hallo zusammen. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Tut uns einen Gefallen, lasst uns ein Abo hier, Daumen rauf. Ist einfach für uns wichtig. Ja. Fördert ihr uns, wir fördern euch. So arbeiten wir zusammen. Ihr könnt euch erinnern an die Sache mit der Firma Brembo, mit den Belägen, die geprüft haben, wo sie uns eine Antwort gegeben haben, da ich so ein bisschen lapidar fand. Da habe ich mich ja sehr aufgeregt, von wegen, weil hier so ein Stück fehlt. Und dann haben wir ganz viele... Sehr natürlich aufregst, ne? Ja, da muss ich sagen, haben wir auch ein bisschen drüber weg, übers Ziel hinausgeschossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir dann auch hinterbewusst geworden. Eigentlich galt meine Aufreger nicht dem, dass die jetzt die Klötze auseinandergenommen haben, sondern eher diesem Thema, wie wir dort abgefertigt werden. Das fühlt sich zumindest so an. So, also ich will aber so ein bisschen zurückrudern. Das tut mir leid, dass ich da so Gas gegeben habe. Aber das war eher die Emotion aus dem heraus, dass ich das nicht verstehe. Ja. Natürlich müssen die auseinandergeschnitten werden, zersägt werden, um zu prüfen, was ist da passiert, wie ist die Verklebung von den Belägen. Ja. Und dafür müssen sie natürlich auseinanderschneiden. Genau, ich fand es ein bisschen blöd, einfach so zu sagen, ja, da hat er irgendeinen Scheiß gebaut, hat er den die eingebaut, im Driss gebaut. Das Video könnt ihr euch ja gerne nochmal angucken. So, jetzt haben wir das, diese Aufreger war natürlich da und jetzt kriegen wir Post von einem netten jungen Mann. Der hat einen Leon von Baujahr 2019. Und da hat sich Klötze draufgetan. Bremsklötze. Und dann ist er mit dem Wagen gefahren. Und dann fing das auch irgendwann an zu schlackern, fühlt sich ganz mies an, die Bremse so. Und dann hat er die Klötze rausgenommen. Und dann, dann schreibt er mir eine Mail. Auf einem YouTube-Video von Ihnen habe ich von diesem Problematik erfahren und stehe seit letzter Woche auch vor diesem Problem. Mich würde interessieren, ob Sie hierzu noch Informationen möchten oder gar zur Lösung der Angelegenheit schon Erfahrungen gesammelt haben. Ich habe besagte Beläge noch vor Ort. Also er hat Beläge der Firma Brembo, muss man jetzt einfach sagen, also so, die 1800 Kilometer da drin waren. Ja. Und die hat er uns geschickt. Und ja. Komisch. So, und ich möchte jetzt überhaupt gar nicht auf der Firma Brembo rumhauen oder dass die irgendwie eine schlechte Qualität machen oder so. Aber das ist ja nicht normal. Das hat ja einen Grund, sowas. So, und das ist jetzt, das war ja Mercedes. Und das ist hier ja, ein das Leon. Sind Sie ja, Leon. Ja, so, und ja, da könnt ihr gucken. Der Belag ist lose. Kriegst du ihn komplett runter? Ja, scheint so. Also, da sind auch noch, warte mal, ich will jetzt nichts kaputt machen, weil... Jo, der löst sich auf. Da kann man auch sehen, da am Rand löst er sich auch ab. Und die? Die noch nicht. Nein. Da ist auch. Da auch. Da. Tatsächlich habe ich mit der Brille noch nicht mal gesehen. So. Okay, also machen wir hier nichts kaputt. Das ist gut, weil bei denen wird natürlich genauso. Verfahren wie bei der den anderen. Kleber oder die Pressung nicht ja. In Ordnung sein, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es am Einbau liegt. Dann können wir den mal aufknacken und einfach mal schauen, wie das darin aussieht. Tja. Ja, hier ist Belag drauf, hier ist Belag drauf. Ob da Feuchtigkeit zwischen gegangen ist und das dann sich abgelöst hat. Das ist ja quasi das Gleiche wie dann Belegen von dem Mercedes. Die haben sie auch runtergehebelt. Genau, das sieht genauso aus. Und das sieht genauso aus. Also wenn der Belag richtig fest ist, dann könnten wir doch hier mal so einen nehmen, wo das noch fest ist. Da kriegst du wahrscheinlich nur krümelchenweise abgehebelt. Lassen wir das. Ich finde es bemerkenswert, dass wir jetzt, ich weiß, wer weiß, wie viele da noch von unterwegs sind, aber es ist ja ein ganz anderer Belag. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht nur eine Charge gewesen. Also ich bin entsetzt darüber, dass sowas passiert, wenn der Belag sich ablöst und irgendwas zum Blockieren bringt. Da bin ich... Da möchte ich dann nicht in dem Auto drin sitzen. Genau. Aber da muss doch irgendeiner was unternehmen. Irgendwas ist doch da nicht in Ordnung dran. Ja, irgendwas passiert. Die Verklebung davon funktioniert doch nicht. Vielleicht ist das... Oder die Pressung. Da hatten wir viele Beispiele genannt. Ich habe
es wollte auch schon jemand vorbeikommen, die Beläge abholen, ist da nicht gekommen. Also irgendwie ist da was im Busch, ich habe keine Ahnung. Vermutlich sind wir da, haben wir jetzt in so ein Bienennest gestochen, keine Ahnung. Ich habe die Beläge hier. Ich würde einen Belag zur Verfügung stellen, wenn den jemand testen kann und der ein Gutachten darüber machen könnte, fände ich das interessant. Und nichts gegen Firma Brembo, da sind genügend andere, die, wo das Problem auch, aber so, auch auftritt. Aber sowas muss man, auf den, muss man einfach überprüfen. Weil da gab es auch schon mal Fälle, da hat man uns auch das zugeschrieben. Da gab es auch Fälle, da waren Chargen nicht in Ordnung. Da hat das KBA dann bestimmt, dass sie zurückgeholt werden. Das KBA, das Kraftfahrtbundesamt, ist ja dann zum Schluss zuständig, weil die die Zulassung für diese ganzen Sachen erteilen. Und die sagen dann, okay, die Charge zurückrufen, da ist ein Fehler drin. So, und dann genau. Muss der Fahrzeughersteller bzw. der Hersteller dieser Teile die Sachen wieder ins Werk rufen. Damit es auch klar geht, da ist das Brembo-Zeichen drauf und da ist auch die Nummer drauf. All das, was das Ding wirklich eindeutig als einen Belag der Firma Brembo identifiziert. Ja, ganz ruhig, ohne Aufreger, mit ein bisschen Entsetzen, weil ich meine, wenn da jemand sich auf der Autobahn überschlägt oder in den Gegenverkehr kommt, was, boah, naja gut. Wir haben alles hier, würden uns freuen, wenn sich jemand mit uns in Verbindung setzt, der das vielleicht prüfen kann und dann... Dann schauen wir weiter. Gehen wir da gerne weiter und recherchieren weiter für euch, ne, und auch für die Firma Brembo. Ich meine, wenn die da ein Problem haben, dann sind die ja auch froh, wenn wir was aufdecken und wenn die da von uns eine Rückmeldung bekommen oder wenn jemand anders ihnen eine Rückmeldung gibt. Weil wenn ein Fehler passiert, passieren einfach Fehler. Das Problem ist eben nur bei dieser ganzen Nummer, das könnte tödlich enden. Und da ist es einfach so unser Ding zu sagen, wir möchten bitte eine anständige Aussage haben, weil... Ganz ehrlich, ich glaube das nicht, dass das einfach nur falsch eingebaut wurde. Ich glaube das nicht. Das ist meine Meinung. Auch nicht rechtlich wichtig, das ist meine Meinung. Ja. Und ich darf eine Meinung haben. Ne? Die darfst du haben, in jedem Gut. Fall. Gut, okay. So, tun wir das auf Seite. Also, wenn sich einer meldet, würden wir uns sehr freuen und mit uns zusammenarbeitet. Auf zum nächsten Teil, hier, an die Autodoktoren. Aus unserer Rubrik, und das ist ganz wichtig. Ja. Wer zweimal kauft öfters. Schickt uns doch bitte noch Sachen zu. Das war eine ganze Zeit lang ein Riesenhype, aber irgendwie ist das eingeschlafen. Kauft ihr etwa nicht mehr zweimal? Kauft ihr etwa Originalteile? Ja, oder Erstausrüsterteile. Es sind ja genügend auf dem Markt, die kaufen. Haben wir ja selbst schon mal gemacht und das ist alles Kacke. Schickt uns doch Klamotten, damit wir das kundtun und damit helfen wir euch auch weiter. Also schickt ruhig zu. Wir machen in jedem Teil, wenn wir dann dazu wieder was sagen. Es wäre schön, wenn die Rubrik wieder aufleben würde. Und da haben wir was. Da haben wir was. So, erstmal meine persönlichen Daten von dem Herrn Sebastian aus Bad Oeynhausen. Sehr geehrter Herr Faul, sehr geehrter Herr Pasch, erstmal ein großes Lob zu eurer Sendung. Dankeschön. Mir und vielen anderen Hobbyschraubern wird mit euren Problemlösungen sehr geholfen. So, ich wende mich wegen einem anscheinend nicht funktionierenden Katalysator an Sie. Hierzu muss ich sagen, dass der Cut nur 82 Euro inklusive Versand gekostet hat. Da ich das noch nicht besser wusste. Ja. Oh, ganz kurz. Dann war ich noch 10 Euro, entweder für die Kaffeekasse oder meinetwegen auch für die Spendenaktion. Für die DKMS, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Halber Kaffee, halber DKMS. Nee, alles für die DKMS. Entschuldigung, bitte mach weiter. Bei der AU-Abgasuntersuchung meines Golfs, das ist ein Golf 3, waren die Abgaswerte nach Aussagen des TÜV-Prüfers, also des Prüfingenieurs, sehr grenzwertig. Ich selbst habe mich dann an den Verkäufer gewandt. So, ich will den Verkäufer jetzt nicht vorlesen. Ich wollte mein Geld zurück, weil der Cut, nachdem ich einfach nur mal das Gewicht mit einem neuen Original-Cut von VW verglichen habe und mal grob gemessen habe, wie groß das Innenleben wohl im Vergleich zwischen den beiden Fabrikaten sein könnte, gerade raus ein scheiß Billigprodukt ist, das bei mir nur 3246 Kilometer lief, also garantiert von Anfang an nicht richtig funktioniert hat. Zum Vergleich halten Top-Produkte mindestens 80.000. Ist länger, einfach so. Länger. In meinen Augen ist das Betrug. So, wo viele Menschen, die Geld sparen wollen, immer wieder drauf reinfallen, wenn niemand das versucht, dagegen zu unternehmen. Ich fände es super, wenn Sie den Hersteller und Verkäufer vielmehr das Produkt vor der Kamera zur Show stellen könnten. Ja, mir ist mittlerweile auch egal, meinetwegen könnt ihr den Cut auch zur Veranschaulichung auseinanderflexen. Anbei ausgeführter Schriftverkehr mit dem Verkäufer.
So, ich habe mir das gerade mal durchgeblättert. Er hat also Fotos gemacht. Das hat der Verkäufer von ihm verlangt. Er sollte mal ein paar Fotos machen davon. Und im kurz und bündig, der Verkäufer sagt, am Ende steht immer von der E-Mail-Adresse PL. PL? Ne? Oh. Das ist nicht Plauen. Das ist Portsmittel. Köln-Portsmittel. Die schreiben, schicken sie uns ein paar Fotos. Kann normalerweise nicht sein, dass das Ding in Ordnung ist. So, und dann kriegen die Fotos und sagen, der Katalysator kann nicht nur 3000 Kilometer gelaufen haben, der muss viel mehr gelaufen haben. Da frage ich mich, wie ich das anhand von Fotos sehen kann, wie viel der gelaufen hat. Auf jeden Fall ist die Garantie abgelehnt? Oder? Die Garantie haben sie erstmal abgelehnt. Ja. Man sieht auch hier, das ist der Original. Schreiben, das ist der jetzt hier. Die Antworten kommen alle nur in Englisch. Ja gut, also was kostet ein neuer? Auf den Fotos kann ich, des Katalysators kann ich sehen, dass er definitiv mehr als 3000 Kilometer gelaufen hat. Das ist der Original, den er jetzt gekauft hat. Ja, er hat dann 310 Euro plus Mehrwertsteuer. Okay, 370 Euro ungefähr, ja. So, und wenn er den zurückgeben will, soll er sich an seinen Verkäufer, wo er das Ding gekauft hat, wenden, damit sie die Rückkaufprozedur machen können. Also für 82 Euro. Zwei verschiedene Sachen. Einmal, für 82 Euro ein Katalysator geht einfach nicht. In so einem Katalysator sind viele Edelmetalle drin. Zum Beispiel Rhodium, zum Beispiel Platin für die Oxidation und die Reduktion von den Schadstoffen, also Oxidation, Sauerstoffzugabe und Entnahme. So, wenn der kleiner ist, ist natürlich klar, ist, das kann nicht so viel auf dem Monolithen draufgedampft sein. Wie heißt nochmal dieses... Also hier, was? Ich sehe hier sind fast keine Edelmetalle drauf. Kannst du sehen, oder? Ja. Ja. Das geht natürlich nicht. Ja, man kann ja nicht für 85 Euro und so ein Ding kostet 300, klar. 82. 82 Euro. Inklusive also wenn man jetzt sagen würde, 200 Euro. Ne? Es gibt namhafte Hersteller, deutsche Hersteller, die vielleicht auch in PL produzieren, aber in deutscher Regie. Das ist natürlich ganz aber anders. Nach unseren Standards. Das heißt, die müssen also unsere Qualitätsmerkmale erfüllen. Und nicht falsch verstehen, Sachen aus Polen sind mega geil. Also das hat nichts mit Polen zu tun. Der wird auch sehr wahrscheinlich dann Der Hersteller dieses Katalysators stellt den ja nur nach Vorgaben seines Auftraggebers. Also nicht, dass wir das verstehen, dass aus Polen noch Scheiße kommt. Auf gar keinen Fall. Ich halte sehr viel von polnischen Produkten. Und sowas kann man auch in Deutschland kaufen. Da steht dann nicht PL. Also das ist falsch. Aber für 85 Euro ist das eine. Das andere ist, es ist eine Unverschämtheit, das nicht anzuerkennen. Das ist nicht in Ordnung, das finde ich nicht gut. Da sollte man einfach mal drüber nachdenken, über das Geschäftsgebaren und dann einfach zu sagen, der Wagen, das Ding hat mehr gelaufen, wenn er nicht oxidiert und reduziert, das kann man ja nachprüfen. Ja. Also schäbig. Wenn so ein Golf 3, der hat ja auch nur noch einen begrenzten Wert, sage ich mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wenn man da jetzt nicht so viel Geld reinstecken möchte, seid uns bitte nicht böse, wenn ihr ankommt und sagt, ich habe hier so einen Cut, den habe ich mir von irgendwo kommen lassen, habe den für 82 Euro geschossen, dass ich den nicht einbaue, das ist klar. Wenn ihr aber zum Beispiel für so ein altes Fahrzeug, wo man eine zeitwertgerechte Reparatur machen wollte, einen Katalysator bekommt, der aus einem Gebrauchtfahrzeug raus ist, kann man es probieren. Wir neigen eher dazu, wir machen ein neues rein, was auch preiswert sein kann. Wo das Auto danach auch funktioniert, weil ich muss ja noch Garantie dafür geben. Problem ist immer, dass dieses, was hat er gemacht? Er hat sich erst den gekauft, erste Mal, und dann hat er sich das zweite Mal gekauft, also wer zweimal kauft, kauft öfter. Nochmal, würde uns freuen, wir decken weiter auf, wir benennen das Ganze, da unterstützen wir euch wieder und ihr unterstützt uns, wir werden natürlich auch immer schlauer mit sowas und gerne, haut rein, schickt uns die Klamotten und jetzt haben wir hier drüben einen ein etwas zerlegten Motor. Es ist ein Ford. Genau. Daten habt ihr hier oben drin. Bing, schön. Und wieder weg. Geschichte zu dem Wagen. Der Wagen hatte einen Motorschaden. Daraufhin haben die einen anderen Motor eingebaut. Haben die alten Nockenwellen eingebaut. Und dann ist der Wagen jetzt zu uns gekommen, weil er irgendwie folgendes Problem, er hat keine Leistung, Nummer eins,
Nummer zwei ist, hatte also Turboladerverstellung hat er irgendwie drin gehabt, einen Federspeicher und Nockenwellenversteller, Einlass zu langsam. Und haben wir gedacht, hä? Und hier so das. Erstmal Turbolader ausgebaut. Das ist ein Wastegate-Turbolader, ne? Kein VTG-Lader. Boah, der ist aber auch heiß geworden. Guck dir das mal an. Der ist richtig wie weiß, ne? Boah, ist der heiß geworden. Schau dir das mal an. Ah, das kann natürlich sein mit der Nockenwellenverstellung, wenn die nicht richtig gearbeitet hat. Also dieses Weiß, da sieht man einfach, der ist eine mega heiße Verbrennung hat er gehabt. So, was ist hier mit dem Wastegate? Könnt ihr mal gucken, haben wir schon oft genug erklärt. Hier gehen die Abgase dann normalerweise rein und die werden dann hier über so eine Unterdruckdose geregelt. So, und schaut das mal an, die Wastegate-Klappe. Komplett ausgeschlagen. Die schließt natürlich nicht mehr sauber. Schließt nicht mehr sauber, genau. Was passiert? Die Abgase gehen dann hier vorbei, drücken vorbei und der Turbolader bekommt nicht mehr richtig die Drehzahl. Und warum ist der so heiß geworden? Ja klar, weil die Nockenwellenverstellung nicht richtig arbeitet. Da sind aber, haben die auch schon neue Nockenwellenversteller reingemacht. Nockenwellenversteller werden eingebaut, damit man dem Motor die Öffnungs- und Schließzeiten der Ventile separat nochmal verändern kann, um einen besseren Füllungsgrad im Motor zu erreichen. Genau. So, und wenn man das, denn der Füllungsgrad nicht richtig stimmt oder je nachdem, wie das System arbeitet, kann es dann echt zu einer mageren Verbrennung kommen und einer heißen Verbrennung kommen. So, da haben wir alles auseinander gebaut, haben gedacht, vielleicht haben die Nockenwellenversteller irgendwie einen Kack eingebaut. Nee, die sind neu, die Nockenwellenversteller. Und hier oben ist, wo sind wir? Da ist es. Hier sitzt dieses, das hier oben drauf, mit dem die Nockenwellen gehalten werden. Und wo hier an dieser Stelle auch der Öldruck hochgedrückt wird, mit dem die Nockenwellenversteller dann verstellt werden. Also hier schießt der Öldruck rein und verstellt das Ganze. So, und was ist da so geschehen? Da an dieser Stelle. Da sieht man ja so eine Vertiefung, so eine ganz leichte Vertiefung. Das sitzt da drauf, so. Das sitzt da drauf. Und hier an dieser Stelle wurde dann da eben Dichtungsmasse drauf geschmiert. Kann man ja hier auch sehen, Dichtungsmasse ist da drauf geschmiert. Aber da drin ist normalerweise ein kleiner Gummiring, der da reingehört. So, und was passiert jetzt, wenn der Gummiring da nicht drin ist? Nicht genug Öldruck. Kein Öldruck oben an der Nockenwelle. Die Nockenwelle kann nicht verstellen. Ja, und somit haben wir den Fehler im Federspeicher und das Auto hat keine Leistung. Genau, Leistung, Turbolader, zu heiße Verbrennung, ja. Kann man ja eindeutig sehen. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, ey, dass der so extrem heiß hier ist. Also das ist echt der Hammer. Wahrscheinlich war das schon rot glühend, guckt das an. Ja klar, der muss ja voll ausgeglüht sein. Ey. Hammer, ne? So, das ist echt enorm, wie heiß der geworden Wahnsinn, ist. Ne? Ja, dann kriegt er auf jeden Fall den neuen Dichtung rein und einen neuen Turbolader und dann läuft das Ding. Ne? Ja. So, dann gucken wir mal, was noch so hier so. Können wir beim nächsten Mal. Nein, ich halte noch was. Ich hatte bei mir auch eine schöne Geschichte, die habe ich dann mit meinem Telefon aufgenommen. Mein Telefon. Oh, Handy nennt man das mit Kamera, ne? Handy mit Kamera. Er ist doch Telefongeneration, so mit Kabel. Und Wählscheibe. Lange Leitung. Und Wählscheibe. Volvo XC60 ist auf der Autobahn gefahren. Linke Spur. Ist ein bisschen, warum auch immer, auf den Grünstreifen gekommen. Linke Spur, Grünstreifen. Da war aber ein kleiner Sockel, Betonsockel. Und da ist der voll mit dem Vorderrad drüber gekachelt. Und ich habe es aufgenommen, könnt ihr euch mal angucken. So, hier haben wir einen wunderschönen Volvo XC60. Schöne Ausführung von Auto. Aber hat leider ein kleines Problem. Ich gehe mal hier von hier vorne nach hinten ran. Das Rad steht ein bisschen schräg nach innen. Kann man schön sehen. Hat eine ganz leichte Verformung. Da kann man es besonders gut sehen. Hier mal gerade rüber auf die andere Seite. Da steht das Rad wunderschön gerade draußen. Ja, mal hinten an das Fahrzeug, um mal den Reifen zu zeigen. So sieht die Felge aus. Und der Reifen. Ja, was soll ich da sagen? Der ist mit etwas höherer Geschwindigkeit auf der Autobahn auf die linke Spur gekommen, beziehungsweise auf der linken Spur gefahren. Dann ist er
auf den Grünstreifen gekommen. Am Grünstreifen, da war ein leichter Betonsockel, den er dann erwischt hat. Und ihm ist selbst nichts passiert, er hat nur diesen fetten Schaden. Und wir bauen jetzt den Stoßdämpfer mal aus und gucken uns das ganze Spiel mal an. So, hier haben wir ein Werkzeug, um die Aufnahme des Stoßdämpfers unten zu spreizen. Hier ist so ein Schlitz hier unten drin. Geh mal da dran, Thorsten, und dreh da mal bitte dran. So, da wird jetzt dran gedreht. Dann schiebt sich ein Keil in diesen Schlitz rein, drückt den auseinander. Ja. Weiter geht nicht. Okay. Müssen wir mal gucken, ob jetzt der Stoßdämpfer hier vorne sich ein bisschen. Guck mal, wie locker der drin sitzt. Kannst du schon durch cooles Rütteln da rausdrücken. Ach, ist das geil. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt irgendwas ansetzen, um den runterzudrücken, fällt er so raus. Ja, das ist so eine super Erleichterung. So, jetzt versuchen wir, ob du ihn rauskriegst. Du drückst ihn gerade runter. Du ziehst ihn da oben raus. Schamhaus weiter. Ja, das ist doch mal easy going Ausbau, oder? Also, ihren ganzen. Guck mal, wie sieht denn der aus? So kann da unten hat der Knick, sehen. Ne? Ja. Tun wir die Finger weg. Da kann man schön sehen, wie der um die Kurve geht. So, hier haben wir unseren neuen Federspanner und probieren das mit der Feder von dem Volvo jetzt direkt mal aus. So, dann spannen wir bitte ein. Die Feder wird da reingestellt. Unten auf den Sockel. Hier leicht angeklemmt, ganz leicht. Dass sie noch lose da drin steht, ne? Ist sie lose? Ja. Ja, wunderbar. Hier unten hat sie quasi auch noch einen Schutz, falls es hier unten wegrutschen sollte, dass es nicht nach außen wegrutscht, sondern nach hinten weg. So, dann mach mal oben die Spannvorrichtung drauf. Hier können wir mit dem Akkuschrauber arbeiten. Die Stellerschrauben legen sich hier drauf. Beim Runterschrauben. Hier kann man noch ein bisschen zusammenschieben. Das arbeitet nach dem Prinzip einer Schraubzwinge. So, hier drücken wir die Feder zusammen. So. Jetzt nehmen wir das Werkzeug, um die Mutter hier oben rauszudrehen. Mit dem Schlagschrauber darf man hier dran nicht arbeiten, aber mit dem Akkuschrauber ist kein Problem. Jetzt hoffen wir, dass die Mutter geht los. Wie man sieht, eiert der Stoßdämpfer da drin rum, weil er krumm und verbogen ist. Das sah jetzt lustig aus. Du hast die Stange vom Stoßdämpfer gedreht und der eiert sich da einen dran längs. Ja, man kann hier schön sehen, die Schraube hier, das ist die Spannvorrichtung, die ist locker. Hier ist nichts fest eingeklemmt, das ist nur damit es arretiert ist. Jetzt schrauben wir den Akkuschrauber wieder in die andere Richtung. Machen wir hier das dann mal los. Zack, wir schieben die oben auseinander, nehmen die Feder raus. Ja, ist das nicht herrlich. So, neuen Stoßdämpfer rein und dann geht es gleich weiter. Wir zeigen jetzt mal gerade, wie krumm die Stange ist. Da kann man schön den Luftspalter durchgucken. So, der neue Stoßdämpfer ist jetzt wieder eingespannt. Wir haben ja meistens das Problem bei den Stoßdämpfern, wenn wir das dann oben zusammenschieben wollen und drauf machen wollen, dass der hier oben nicht mittig sitzt. So, Thorsten, kannst du mal unten dran drehen an der Schraube, dass der hier oben mittig kommt. Noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Halt, ist jetzt genau in der Mitte. So hat der Thorsten jetzt hier unten an dieser Verschraubung gedreht. Damit kann sich die ganze Achse des Stoßdämpfers kann die verändert werden. Und dann hier oben richtig mittig durch das Loch reingehen.
sodass wir den ganz präzise ohne Beschädigung des Gewindes zusammenschrauben können. Dann schraubt den erstmal bitte zusammen. Noch eine kleine Korrektur. Ohne Beschädigung des Gewindes, wird er zusammengeschraubt, fertig. So, jetzt bauen wir den Stoßdämpfer auch wieder ein in das Fahrzeug. Mal gucken, ob das genauso leicht geht. Stoßdämpfer. Ja. Ab in die Höhle. Zack. Ist das schon drin? Drin, hinten in der Führung drin. Da ist ja dieser Führungsschlitz, der hier zugehört. Da sitzt es drin. Innerhalb von kurzer Zeit, ruckzuck, ist der Dämpfer eingebaut. Super. So, und hier haben wir Mondeo. Daten sind da. Fort. Der hat irgendwie Geräusch, wenn warm klackert. Wenn Servo, Motoröl neu, Inspektion. Okay, Servoöl und Motoröl ist neu und Inspektion ist gemacht. Die Inspektion ist dann gemacht worden. Okay, gut. Von uns nicht. Ist auch schön, Holger. Auto hat einen Service, die kriegt dann überall stehen die Ersatzteilnummern drauf. Füllmenge vom Öl, was für eine Ölqualität da rein muss. Ölfilter. Schön. Doch hier betrieb oder nicht. Ja, Sachen, die höre ich nicht. Ich muss auch zum Ohren an. Ich höre dieses Fiepsen da. Das Fiepsen auch, aber dieses. Da, jetzt. Ah, ja, hier. Ah, ja, ja. Brr, 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 brr. Nicht Eier, Keilrippenriemen. Ach, guck. Mach mal die Servo nicht, lenk mal hin und her. Brr, 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 brr. Da kann man sehen, da ist der Spanner da unten, der da rumeiert. Unglaublich. Oh ja, ja, ist ja noch schlimmer. Hier betätigt jetzt mal die Lenkung. Hammer, wie das hin und her geht. Gib ein bisschen Gas, dass er aufhört zu schwingen. Was? Das ist Bewegung als Gas, dann muss er mal aufhören zu schwingen. Aber jetzt stabilisiert er sich. Und jetzt, da sieht man. In der Anwalt um zu eiern. Ja, also so eine. Dann machen wir die Lenkung hin und her. Ah ja, wow. Wieder da hin und her eiert. Also gib mal Gas. Ja, jetzt haben wir die Sitzung. Ja, dann mach. Ja, ist okay. Gut, mach mal aus. Also, früher war es ja so, da war der Keil die Riemen, das war ja dann nur so ein Keil, der wurde dann gespannt über die Lichtmaschine, ne? Oder den Drehstromgenerator, wurde das Ding gespannt. So, und heutzutage ist der Riemenspanner vor. Da sind auch Rippenriemen, das heißt, sie sind breiter, sind im Prinzip, kann man sagen, je nachdem, ob es 5 pk, 6 pk oder 4 pk ist, hat der dann Vier Rillen, das sind im Prinzip 4 Keilriemen. Die haben eine größere Auflagefläche, dadurch können die mehr transportieren. Müssen die auch mittlerweile, weil die Servolenkung dranhängt, die Klimaanlage hängt da dran, da hängt der Generator dran. So, und dann gibt es diese Spannvorrichtung. Diese Spannvorrichtung ist mit dem kaputt. Ich habe gesehen, wie die hin und her wackelt. Man könnte mal gucken, ob wir das nochmal so zeigen können, indem wir es da... Es gibt noch eine Möglichkeit, Holger, was das sein kann. Was denn noch? Es könnte Generator sein, der Freilauf. Ja, stimmt. Wenn der Generatorfreilauf eine Macke hat, dann macht er das gleiche Ding. Wir haben ja heute hast du unseren Generator zufällig da? Nee, ne? Wo der Freilauf dran ist? Nee. Nee.
Nee. Wir haben hier vorne den Pfeiler vom Generator, den kann man hier sehen. Ja, du hast vollkommen recht. Der da, das ist der Generator hier. Und da vorne ist quasi die Riemenscheibe, der Mitnehmer für den Generator. Und die haben heute einen Freilauf mit drin. Das heißt, durch Belastung des Generators oder durch die Schwingung, die der Motor an der Kurbelwelle hat, wird der Keilrippenriemen mitgezogen, wupp, und dann dreht er sich für einen Moment von alleine. Und wenn dieser Freilauf kaputt ist, dass er sich nicht von alleine drehen kann, dann gibt es auch dieses Rupfen. Ja. Könnte. Guck mal, ich habe chinesische Stäbchen. Ich kann auch Mikado mitspielen. Ich weiß nicht, was für eine Größe da draufsteckt. Ich kann Mikado. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Alles verschiedene Größen. Damit kann man den Riemenspanner lösen. Das ist ganz praktisch. Den lösen wir jetzt mal. Und dann machen wir genau die These, die der Jürgen da hat. Überprüfen wir. Hier oben runternehmen. Komme ich da hin? Ja, komme ich nicht hin. Warte mal. Ja, das ist unser Kamerajunge, der Patrick, der eiert hier schon wieder so ganz komisch rum. Ich könnte versuchen, unten vom Generator den abzunehmen, wenn du den unten entspannst. Boah, ich sehe nichts, ne? Nur weil der Patrick davor hängt, ne? Ich sehe gut. Ich sehe alles falsch. Guck mal, das sind 15er. Ich bin total behämmert. Danke. Das ist ja unglaublich. Der Patrick geht auf Seite. Hätte ich nicht gedacht, dass das in diesem Leben noch mal passiert. Wo noch Zeit hat, er geht. Ja. Und wir vernünftig arbeiten können. Was möchtest du denn machen? Du bist doch nur auf den Pfanner da drauf. Mhm. Da, jetzt bist du drauf. Ach, komm her, jetzt sei nicht beleidigt. Ach, ich bin. Was ist ein Mädchen? Haut er ab. Ist er abgehauen? Hat die Tür zugemacht? Ja, tut's mir, ja. Ja, leck mich doch fett. Alter, echt, ey. Also. Nee. Patrick, nee. Da können wir doch auch nichts für, wenn du nichts siehst. Ach, gibt's doch nicht. Kannst du auch nicht? Hier ist Hobby. Oh, scheiße. Oh, manchmal ist es echt ein bisschen anstrengend, wie die Hersteller das bauen. Aber gut, kein Vorwurf. Ist auch wieder einfach nur so, das, was das ist. Ach, die schieben die auf. Mit. Ich hab noch einen. Da liegt er mitten unterm Auto. Lass, ich hab noch einen. Haben wir noch mehr davon? Ja. Aber da brauchst du jetzt ein Hebelchen für. Nimm doch jetzt einen Ringmaul, um den da oben drauf zu setzen. Einfach mal den Riemen. Also früher war es dann leichter, den Generator einfach entspannen und dann war es gut. Irgendwie. Ja, okay. So, ja, lass ihn schön hängen. Halt mal den Generator. Ja, warte, ich erklär's mal eben, Jürgen. Wir haben hier, das ist der. Die Riemenscheibe vom Generator. So, und normalerweise, wenn ich den Generator festhalte, das heißt, wenn ich hier durchgucke, Patrick, guck mal hier rein, hier kannst du sehen, dass ich ihn drehe, dann drehen sich innen drin die Flügelchen mit. Siehst du das? So, und jetzt steckt der Holger da vorsichtig was rein, einen Schraubenzieher nämlich, und ich versuche den Freilauf in eine Richtung zu drehen, was nicht geht. Beide geht nicht. Nee, das geht nicht. Wir können jetzt mal den Deckel abmachen, um zu gucken, ob es tatsächlich auch einer ist mit Freilauf. Kannst du den Schraubenzieher rausnehmen? Er hat nämlich hier vorne so ein Deckelchen drauf. Deckel liegt jetzt ja, also am Boden. Freilauf, ja, auf jeden Fall. Hat Freilauf, ne? Ja, Freilauf. Ja. Da ist der Freilauf kaputt. Ja, super. Das ist nämlich oft eine Täuschung. Da denkst du, ist der Spanner kaputt, der Riemenspanner. Ja.
Ja. Und der Freilauf hängt fest und ja, der genau. verursacht, und dann, dass der nicht, Riemen so flattert. Herr Fach. Der Fachmann spricht. Der Laie wundert sich. Ja, sehr gut, super. Also ich hätte gesagt, das wäre der Spanner. Aber klar, Freilauf haben wir auch schon oft genug gehabt. Das ist dann so ein komisch schwingendes Geräusch. Ja, manchmal, dafür sind wir ja zu zweit. Der eine denkt, der andere kann mal mehr. Der ich habe das schon so oft gehabt, dass die Leute irgendwo was machen lassen, haben schon einen Spanner machen lassen. Auch schon ja. Beim A-Klasse-Mercedes, ganz oft. Gibt's die komplette. Da kommst du so beschissen, also kommt man schlecht dran. Ja, ne? Manchmal ist das so. So, ja. Super. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Also Daumen hoch, auch wenn du schwarz bist. Einfach nicht direkt den Spanner neu machen, wie ich es jetzt gemacht hätte. Nee, wir hätten es natürlich noch geprüft, auseinanderlegen. Ne? Aber guter Tipp und ja, bis zum nächsten Mal. Weil wenn wir das Auto abgeben, ist das Geräusch weg. Auf jeden Fall. Aber so ein Spanner, wenn der mal drin ist, dann ist der dann doppelberechtigt. Also der, so war die Diagnose besser. Dann nochmal schauen und nochmal nachschauen. Alles gut. Wir hätten den Spanner nämlich dann wieder ausgebaut und dann hätten wir wieder Probleme gehabt, ihn wieder zurückzugeben. Also naja. Gut, auf jeden Fall. Alle vier Daumen hoch. Tschüss, Jukowski. Wir sind kurz vor einer Million. Ich kann nicht mehr. Tschüss.